Schockmoment an der Börse heute Nachmittag. Wir sehen das hier noch rasend schnell. Ging das heute am frühen Nachmittag hier nach unten. Ihr seht das hier, eine heftige Bewegung hier über ein gutes Stück. Das sind auch 500 Punkte gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also nehmen wir mal nicht den höchsten Punkt, aber mal von da nach da. Das sind 500 Punkte im Dow Jones. Das ist schon mal eine Hausnummer. Auch beim S&P ähnlich die Bewegung und auch beim Nasdaq. Also heftig mal der Rücksetzer, den wir hier hatten und allerdings inzwischen gekontert. Wir sehen, dass wir wieder auf diesen Zwischentiefs, die wir vorher hatten oder auf den echten Tiefs hier aufgesessen waren und inzwischen zumindest mal eine Aufwärtsbewegung haben. Aber wenn ich mir die Aufwärtsbewegung beim Nasdaq angucke, im 5-Minuten-Chart, ja, aufwärts, insofern wieder halbwegs in Ordnung, aber die Bewegung vom tiefsten zum höchsten Punkt, das sind Dreierweller. Und ja, aber es kann doch nur sein, dass es noch weiter steigt. Ja, okay, wenn es noch weiter steigt, dann sind wir aber wieder überschneidend unterwegs. Das heißt, ich habe den Eindruck, den kriege ich nicht los, dass das, was wir hier schon hatten, was ja schon sehr korrektiv aussieht und auch das, was ich gerade hier angedeutet habe im kurzen Bereich, sehr korrektiv, ich mache es nochmal groß, aber weiß nicht, ob man das ja viel mehr sieht, aber dass das Korrektivbewegungen sind, weil wackelig nach oben, auch hier wackelig mit den Kursüberschneidungen nach oben, das sind nicht die Haupttrendrichtungen. Ich bin also eigentlich eher auf dem Weg, sogar davon auszugehen, dass wir noch weiter wieder nach unten gehen. Nichtsdestotrotz, diese Bewegung, oder nichtsdestotrotz ist vielleicht sogar falsch gesagt, sondern gerade weil diese Bewegung hier ja sehr heftig gewesen ist, zeigt das ja schon, dass der Markt sehr empfindlich ist. Also sehr stark reagiert, auf was auch immer. Eben eine heftige Bewegung hervorruft. Wir sehen beim S&P 500, wir müssen jetzt so ein bisschen hin und her springen zwischen denen, um das mal zu vergleichen. Das ist wie beim Fußball zwischen mehreren Stadien. Anstieg nach oben mit, also sieht fünffällig aus, aber wir sehen, der ist höher als der, also mit Überschneidung. Ich würde mir hier die bullische Seite dann noch zubilligen oder den Markt zubilligen, wenn der Kurs jetzt möglichst wackelig nach unten geht und also so eine ABC nach unten geht und dann hier das Trigger, dann würde ich sagen, ja, okay, das ist zwar mit Überschneidungen, wenn auch nicht sehr groß, aber könnte ja auch ein Leading sein. Also das wäre so die Rettung des Nachmittags, zumindest mal aus Sicht der Bullen, wenn die Abwärtsbewegung nicht zu tief, nicht zu hoch geht, das können wir mal messen, tiefster Punkt, höchster Punkt. Wir erinnern uns, klassische Rücksetzerniveau ist irgendwo hier und müsste dreiwellig sein idealerweise, also das heißt A, B, C oder eben, wenn nicht dreiwellig, das muss es ja nicht sein, dann irgendwie sowas mit Kursüberschneidung, aber in diese Zone. Das heißt, wir haben so ungefähr eine Größenordnung, wer das jetzt nicht lesen kann, 4000 in etwa, kann ein bisschen höher, 4010 von mir aus und die Unterseite 3985, kann ein bisschen tiefer sein, aber 80 wäre schon ganz schön niedrig. Wenn er in diese Zone jetzt heute Nachmittag reinfällt und das, wie gesagt, entweder auf diese Art und Weise oder mit einer ABC, was mir nicht ausreicht, ist so eine Bewegung. Wenn er da jetzt so runterfällt, ja und dann sind wir scharf unterwegs nach unten. Dann ist sogar die Chance oder Gefahr, dass wenn er wackelig hochkommt, die Abwärtsbewegung wieder aufblüht. Und damit sind wir deutlich unter dieser Marke und dann fällt auch diese Marke und dann auch, naja, hier ist es nicht so relevant, aber wir hatten es eben bei dem anderen gesehen, dann das Tief, was wir hier vorher hatten. Also ihr seht, jetzt kommt es wirklich darauf an, ob wir heute Nachmittag hier so eine ABC-Kiste bekommen, Punkt 1, und den Trigger auf der Oberseite. Das vergessen viele. Viele sagen, dann gehe ich halt hier schon rein. Kann man machen, aber die Chancen sind halt schlechter. Die Aussagekraft ist geringer und deshalb ist das mit dem Trigger durchaus eine sinnvolle Geschichte, da mal drauf zu gucken. Gucken wir mal, was so die Kollegen noch machen, der Dow Jones. Auch der ist nach oben und der ist mit am besten. Das sollte uns nicht wundern, denn wir haben ja schon häufig gesehen, dass Nasdaq eigentlich, der Tech-Titel, am stärksten von der Abwärtsseite betroffen ist. Und wir sehen, dass der Dow Jones am schwächsten davon betroffen ist, denn hier hat man zumindest nochmal den Eindruck, dass das so eine 1, 2, 3, 4, 5 und das Ganze sogar dann überlappungsfrei noch ist. Also wenn ich auf einen auf der Long-Seite zählen sollte, dann wäre das sicherlich der Dow Jones, der mir da auffällt. Auch hier gilt natürlich, ich mache es nochmal groß, auch hier gilt natürlich Rücksetzerniveaus dieser Art, damit ihr die Zahlen nicht ablesen müsst, ungefähr 32.260 bis ungefähr 32.080 in etwa. Also in diese Range und immer dran denken, es muss schwächer aussehen. Die Form ist eigentlich nicht so relevant. Es ist halt nur typisch eben, dass es sowas wie dreiwellig ist oder irgendwie sowas wie mehrfach wackelnd ist. Aber es sollte eben schwächer sein als der Anstieg. Ein Indiz, viele kennen das, ich habe hier diesen
wir sagen dazu Slope-Indikator, also der so ein Anzeiger über die Geschwindigkeit. Das heißt, idealerweise sieht die Box dann eher so aus. Also gar nicht mehr hier vorne irgendwo, sondern rechts davon. Und, das würde mir noch nicht reichen, ich möchte es, wie gesagt, dass diese Korrektivstruktur, Dreiwelligkeit da ist, dann habe ich auch einen guten Trigger hier für die Oberseite. Es besteht also die Chance, wollen wir das noch nicht ganz ad acta legen, dass der Kurs erstens mal da reinläuft, zweitens das in der korrektiven Verhaltensweise macht und drittens dann das Ganze triggert für einen Einstieg. Wenn dem so ist, long. Es besteht die Gefahr, dass diese gesamte Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, eine ganz klar korrektive Aufwärtsbewegung ist. Dann müsste die Trendrichtung fortsetzen und die Trendrichtung ist stark runter. Aber wenn stark runter, können wir wackelige Aufwärtsbewegung dazu nutzen, um nochmal stark runter die Fortsetzung, also das, was wir vorne haben, da hinten so halbwegs nochmal zu erwarten. Und wenn wir bis da runterkommen, klar, dann haben wir nochmal hier die Trendlinie als Unterstützung. Aber ich sage mal, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn wir nochmal tiefer gehen. Also ihr seht, es hängt jetzt davon ab, was hier in dem Teilstück passiert. Ich weiß, viele wünschen sich jetzt, das musst du mir jetzt doch vorher sagen. Ja, das wäre schön, wenn man das vorher sagen könnte. Aber der Wahrsagerkanal, das ist auf einem anderen Sender, das hat mit Börse nichts zu tun. Wir sind alle keine Wahrsager. Wir wissen noch nicht, was vorher passiert. Aber wir wissen, wie wir diese Situation eben nutzen können. Und das habe ich versucht zumindest mal kenntlich zu machen durch dieses entsprechende Verlaufsmuster. Das geht übrigens auch im ganz Kleinen. Wenn ihr also wollt, könnt ihr natürlich auch auf der zum Beispiel Minutenebene jetzt gucken, ob ihr hier nach so einer Abwärtsbewegung irgendwann mal so eine ABC nach oben bekommt. Wichtig ist nur, solange ihr entscheiden könnt, was die starke Richtung ist. Hier beispielsweise starke Richtung, das ist die Gegenrichtung. Jetzt wissen wir, dass eigentlich die starke Richtung sich nochmal fortsetzt, wenn wir hier so die Zwischenhochs hier durchstoßen. Einziger Nachteil, das ist nicht die erste Welle, wer die Videos häufiger verfolgt, der weiß, dass ich da immer Wert drauf lege, weil das nicht die erste, der war ja hier unten schon, also das hier ist nicht die erste Welle, damit ist das nicht die zweite, kann ja nicht, wenn das nicht die erste ist, ist das nicht die zweite, also sieht zumindest nicht danach aus. Und danach kann ich nicht sagen, dass das jetzt genau die gleiche Länge hat, denn das mit der gleichen Länge bezieht sich auf die dritte Welle. Aber da das nicht die erste und die zweite ist, ist das ja auch nicht die dritte. Das heißt, aufwärts ist richtig, vorläufig, aber eben entsprechend nicht die Länge vorhersehbar. Das heißt, da muss man dann eben entweder Gewinne schneller mitnehmen oder engere Targets oder wie auch immer. Oder, wie ich das eher mache, nicht mitmachen. Diese Bewegung ist vom höchsten Punkt. Der Kurs kam von hier unten. Damit ist das, was hier jetzt passiert, die erste Welle. Wenn wir hier einen Rücksetzer, denkt an diese Zone, 61,8 und 38,20 bis 61,8, dann wäre das die zweite und dann wäre die Erwartungshaltung, dass die dritte nochmal kommt. Also ihr seht, das kann man so auffassen und dann können wir hier entscheiden, müssen wir hier entscheiden, das wissen wir leider nicht im Vorhinein, viele wünschen sich das wirklich, ich kriege so häufig Feedback, ja, das ist alles zu schwammig, ja, hier kann er drehen oder nicht, ja, was soll ich euch jetzt sagen, der dreht da 100%. Wenn hier irgendeiner in der Weltpolitik irgendwie einen blöden Kommentar oder einen ganz tollen Kommentar, das hängt doch davon ab. Ah, also doch die fundamentale Technik. Ja, aber immer im Einklang mit dem, was die Marktteilnehmer draus machen. Und was die Marktteilnehmer wollen, zeigen sie durch die starken und die schwachen Bewegungen. Und wenn sie nicht gut aufteilbar sind, dann muss man es halt leider abpassen. Also zum Beispiel diese Bewegung, da würde man auf den ersten Blick sagen, aber die war steil. Da bin ich auch sehr zurückhaltend. Ja, die Profis werden jetzt sicherlich sagen, wieso, wir sind 1, 2, 3, 4, 5 nach oben, anschließend A, B, C, Seitwärtskorrektur und danach ging es hier weiter. Völlig richtig, aber immer wenn mir das nicht 100% klar ist, während ich da sehe, jetzt im Nachhinein kann ich da sagen, super, aber wenn mir das hier nicht geheuer ist, ja, dann mache ich da keinen Trade und habe ich halt diesen Arm vielleicht verpasst, dann nehme ich halt den nächsten mit. Wir sind auf Minute, solche Situationen passieren durchaus mehrmals am Tag, wenn man sich die Mühe macht, da auf den kurzen Zeitebenen drauf zu gucken. So, das war's von dieser Seite erstmal. Ich hoffe, dass ihr mit diesen Ideen, die ich euch jetzt hier genannt habe, denkt immer nochmal dran, ne? So kann das aussehen, das war jetzt auf Minutenbasis. Ihr könnt euch das natürlich gerne auch im 5-Minuten-Chart angucken oder, jetzt machen wir zum Abschluss noch den DAX im 15-Minuten-Chart, dann seht ihr, ja, es geht nach oben, aber wir sehen auch, dass diese Aufwärtsbewegung im 15-Minuten-Chart hier beim Index nicht ganz so toll aussieht, wie ich mir das vorstelle. Das übergeordnete Bild, das hatte ich am Wochenende beschrieben oder am Montag war es in meinem Video. Wenn ihr wollt,
Schaut euch das nochmal an, dann habt ihr eine Idee, ab wann aus meiner Sicht ein Kauf ist. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.